Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play hier im Aetheras Tempel mit der Hexenmeisterin. Und ja, sie fetzt. Sieht so schön aus und ja, die Gegner sind auch viel schneller besiegt als zum Beispiel für den Falconier momentan noch. Aber die geht morgen weiter im Livestream. Oder ja, wir beginnen eine neue am besten. Und spielen sie mit den Fläschchen. Ich interessiere mich jetzt gerade sehr drüben. Es gibt gute Beet mit Fläschchen. Sie sind scheinbar sehr variabel. Und einfach nur motivierend. Und damit ich auch nicht umskale. Oder ich scale bis dann um, genau. Und spiele einfach dann weiter mit den Fläschchen. Die werden natürlich am Anfang weniger Schaden machen wegen den neuen Levels. Aber dennoch wird es wahrscheinlich schon OP sein. Also direkt. Schon viel mehr Schaden machen, als man denkt. Und ja, den Warlock, also die Warlock. Also Hexenmeistern hier. Die machen wir natürlich nur im Let's Play weiter. Da werden wir alles zeigen. Alles machen. Aber die Items werden wir wahrscheinlich mit dem Falcon hier dann eher holen oder mit dem Paladin ich selber privat. Dann habe ich drei Builds, oder? Und kann die eigentlich immer wieder parallel ein bisschen zocken. Mal gucken, ich werde nachher nochmals den Paladin ein bisschen zocken. Aber zuerst muss ich noch ein bisschen, ja, ein paar andere Let's Play Parts aufnehmen. Es ist jetzt schon 0.18 Uhr, okay. Aber die Zeit geht viel zu schnell durch. Das Spiel ist zu groß. Also mittlerweile, ja, ist der Top riesengroß geworden. Wie nur ein besseres Endgame endlich haben. Bitte besseres Endgame. Ist zwar schon hochwertiger als die meisten anderen Hackenslays. Es passiert zu wenig, man. Man ist ständig an Items verbessern und so. Es passiert einfach viel zu wenig. Und das hätte ich gerne noch ein bisschen mehr. Aber vielleicht bekommen wir das dann im Juni. Oder schon im Mai. Und dann bin ich glücklich. Also ich bin jetzt auch schon wieder glücklich. Aber es kam zu wenig Besseres. Es gibt nur zwei neue Kraftbeats. Und eine schönere Grafik und so. Aber ziemlich wenig sonst. Oh, jetzt ist Feuer. Ui. Wie sieht das aus dann? Ja. Okay, sieht nicht anders aus. Das Rote ist nicht mehr nicht mehr dunkelrot, sondern hellrot. Es sieht aus wie da diese Neujahrskrache da. Ja, es sieht irgendwie aus wie ein Feuerwerkskill. So. Mit diesen blöden Schreinen. Wieso braucht man solche Schreine? Die sind so deprimierend. Ich habe übrigens gesehen, es gibt einen Schrein, der ist, glaube ich, immer da. Bald sehen wir ihn. Er kommt übernächstes Level ungefähr. Und, also Akt 4 Anfang. Ist es Akt? Ja, Akt 3. Dachte schon, das wäre Akt 4. Nein, ist natürlich Akt 3. Einfach so ein Schrein, der ganz am Anfang ist. Es spawnt einfach ein paar Zombies. Sehr innovativ. Also ich denke mir einfach, ich glaube, der Schrein gibt es sonst gar nie. Also das ist wirklich nur dort, um uns zu verarschen. Wir hätten gleich mal einen guten Schrein. Dann castet man ihn und es kommen Zombies raus. Ich will mal sehen, ohne dass ich ihn nehme, benutze, was dran steht. Das interessiert mich jetzt. Aber irgendwie hat der Schrein gar nichts bewirkt, nur Zombies kamen raus. Vielleicht kamen die automatisch raus und das hat irgendwie bewirkt etwas. Aber bei mir waren einfach Zombies dann in der Nähe. Ja, es kommt ganz in der Nähe vom Schrein. Also rings um den Schrein sozusagen. Sehr interessant gewesen. Weil eben, die meisten Leute denken natürlich, es gibt nie neue Schreie oder so. Schreine. Ist ja zum Beispiel bei Pass of Exile so gewesen, außer diese großen, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Die kamen noch dazu, aber gibt es, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so viel.
Und die waren ja meistens ein bisschen zu OP. Naja, Balancing-Probleme in Hack and Slays sind einfach voll da. Gehören irgendwie dazu. Man muss ja auch immer Motivation haben, irgendwas zu machen. Also Stärkeres zu machen, noch Stärkeres zu machen. Ja. Es soll einfach mehr Vielfalt geben. Und die meisten Games außer Last Epoch haben ja meistens gar nicht so viel Vielfalt. Wenn es Käse und so. Path of Exile war ja natürlich noch der beste. Das beste Spiel mit viel Vielfalt. Und ist mittlerweile auch sehr, sehr viel umfangreicher geworden. Aber Last Epoch ist schon viel besser, habe ich das Gefühl. Du kannst also im Skill sowas von anders ihn umändern, oder? Ist einfach unglaublich. Und deshalb habe ich auch immer wieder Lust, andere Livestreamer zu schauen. Aber eigentlich immer nur auf Englisch. Die Deutschen, ja, sie nerven ein bisschen zu fest herum, habe ich das Gefühl. Sie wollen ja unbedingt irgendwie auffallen oder so. Irgendwie komisch sein, als würden sie psychisch krank sein oder so. Also ich rede jetzt von den ganz Großen. Die, als würden sie irgendwie sagen, ja, ich bin ein Clown und muss halt euch zeigen, wie gut ich bin. Aber das auf Ironieart und so. Ja, halt nichts mehr. Könnt ihr gerne mal sagen, wie ihr die anderen findet. Also ohne, dass ihr mich irgendwie bevorteilt, gell? Ich denke, ja, ich sei der Beste. Bin ich ja nicht. Muss ja nicht der Beste sein. Ich möchte nur einfach zeigen, wie ich zocke. Mehr muss ich nicht sagen. Aber scheinbar die anderen, und da habe ich es immer sehr schwer, vor allem bei den Aufrufezahlen, kann ich nicht so mitkommen. Oder andere so, weiß ich es nicht, aber extrem viel Aufrufe wegen 1.0. Aber auch nur, weil sie die ganze Zeit schreiben, zum Beispiel die Hexenmeisterin ist OP. Was ist das für ein Clickbait, oder? Also unglaublicher Clickbait. Und ich mache das nicht. Also ich mache das nur, wenn ich jetzt gerade wirklich sicher bin, dass das Clickbait, also nicht Clickbait ist, sondern wenn ich sicher bin, dass es auch stimmt. So, Abgrund Chaos. Echos, okay, Abgrund Echos. Wie sieht der aus? Was ist das überhaupt für ein Skill? Kanalisieren? Ein Strahl? Feuer und Nekrose Schaden. Macht der Bild wirklich immer nur Feuer und Nekrose Schaden? Vielleicht ein bisschen Gift noch. Aber der Schaden ist hoch. LOL! Geisterbahnfilm. Liebe Entwickler, das ist so wirklich lachhaft lustig. Also, nicht lächerlich, aber einfach zum Schießen. Guck mal! Ich bin böse, liebe Gegner. Ihr müsst Furcht haben. Ja gut. Ironie des Schicksals. Aber lustig ist es schon. Es ist nicht lächerlich, es ist eher, oh, muss das sein? So ein Spell braucht man doch nicht. Ich will doch nie keinem Gegner Angst einflößen. Oder nicht so. Lieber mit Schaden. Oh, da habe ich fast nicht getroffen. Aber das Kill, der. Oh Gott. Also den habe ich 100% noch nie gesehen. Also der Kill, den ich jetzt gerade einsetze. Chaoskeile, den habe ich gesehen im Trailer. Also im Vorsteller. Und diesen ktonischen Spaltriss habe ich noch nie gesehen. Ich hätte das erste Mal vor zwei Fahrzeugen haben können. Aber wie der Warlock einfach, ja, nicht vorgestellt wurde. Okay, der Falke habe ich auch noch nie gesehen, aber es wurden einfach alle alten Charaktere im Trailer und so vorgestellt, aber die neuen ja natürlich noch nicht. Und das liegt einfach daran, dass sie Partnerschaft haben mit anderen Webseiten. Zum Beispiel MaxRoll. Und noch einer anderen Website. Easy Veins, genau. Und beide sind halt für Guides da und da müssen sie halt die pushen und so.
Kann ich verstehen, aber gutes, ja, Werbe. Last Epoch ist nie bekannt für ihre gute Werbung oder Trailer oder so etwas. Es ist immer sehr überhastet und hat einfach ziemlich schlecht gemacht. Vor allem halt auch die Streamer sind jetzt nicht so gute Qualität. Also ich kenne jetzt, also ich schaue keinen großen Streamer in von der Nähe. Sie sind einfach nicht gut genug. Und da rede ich auch von Asmongold oder von Ziggy D. Die sind nicht gut. Die sind eher langweilig. Also sie reden ein bisschen zu viel über das Game oder über andere Games. Sie sind nicht so, okay, sie erklären das Game oder sie reden das Game einfach nicht gut. Sondern sie reden, ja, wie man besser ist und so. Also es ist so ziemlich das, was ich eigentlich nicht wissen will. Ich will nicht, wie ich besser werde. Ich will keine Tutorials haben, die sie ständig machen. Sondern ich möchte das Game, ich möchte die Meinung sehen, ich möchte die Meinung euch sagen. Ich möchte Items sagen, wie ich sie finde. Ich möchte Gegner sehen und wie sie finden, so Sachen. Oder? Also so ein bisschen das Game zeigen halt, vorstellen oder spielen halt. Ganz normal spielen halt. Und das machen die Leute nie. Lol, was ist denn das für ein Asia-Halben-Ding da? Oh, hier ist nochmals dieser Kessel. Den haben sie natürlich einfach in der Vergangenheit auch schon hingestellt gehabt. Gemacht. Cool. Und die Ketten, ich finde einfach diese Ketten so faszinierend. Oh, mit Gras drauf, mit Moos drauf. Mit Moos. Ohne Moos ist nichts los. Ach, genial. Also, was die Entwickler für schöne Levels machen. Schade, dass halt nicht alles aneinandergereiht ist. Also, dass es immer wieder kurze Levelabschnitte gibt und dann wieder weiter. Das ist eigentlich so mein einziger Kritikpunkt. Die Level sind nicht groß genug, nicht zu lang genug. Also sie verändern sich auch nicht so mega stark. Ein Level sieht halt immer aus wie das Level sonst an einer anderen Stelle. Es gibt ein paar Levels, die sich schon ein bisschen verändern, aber sehr marginal. Also es liegt halt einfach an diesem Endgame-Mapping-System. Dass alle Levels in der Kampagne auch ziemlich gleich aussehen lässt. Aber gut, das Spiel beginnt auch erst im Endgame, also mit dem Monolithen. Kann ich schon verstehen, dass die Entwickler da Fokus drauflegen. Tja. Okay, ist gar noch nicht so lange her seit dem Start. Ja? Ging eigentlich ziemlich flott jetzt. Ich dachte schon, ich müsste langsam aufhören wieder. Aber das ist klar, wenn ich einen Doppelpart mache, dann bin ich ja echt lange dran. Das ist auch gut so. Und ihr könnt lange zuschauen, wenn ihr denn wollt. Dürft gerne ein bisschen öfters zuschauen. Also länger zuschauen. Also seitdem ist es ja nicht so ein Game zum lange zuschauen. Kann ich verstehen. Also ich kann euch verstehen. Wenn ihr halt nicht so viel lange Zeit mit mir verbringen wollt. Ja, also zum Beispiel Minecraft oder Medieval 2 hat viel längere Zuschauerzahlen. Also Last Epoch, jo, ist halt ein Hack and Slay, da wird nicht so lange zugeschaut. Ein Rollenspiel zum Beispiel wird sehr lange zugeschaut bei mir. Aber zum Beispiel Skyrim ist einfach das falsche Game. Das haben zu viele wahrscheinlich schon Let's Played oder das kennen einfach wie zu viele auswendig, auch wenn ich mit Mods spiele und Rollenspiel mache. Aber das ist eher so ein Nischenprodukt noch bei mir. Ich werde das natürlich weiterhin spielen. Jetzt auch nachher nochmals aufnehmen. Und Medieval 2 ist ein bisschen zu alt. Da schauen die Zuschauer gerne einfach mit. Nicht so lange oder nur zwischendurch, was mal etwas passiert oder so. Und bei Last Epoch, ja, die Leute schauen eher die Builds an, was ich spiele. Oder klicken kurz auf den Build-Guide unten und beenden das Video. Ja. Ich weiß nicht, wieso der Mensch einfach keine Zeit mehr findet, mal in Ruhe alles
anzuschauen oder so. Findet einfach keine Zeit mehr. Muss ja selber auch sehr viel zocken. Vielleicht auch viel arbeiten und so. Kann ich echt verstehen. Nur es ist ja nicht gerade so motivierend. Also es werden viele auch wieder sehr schnell aufhören mit Let's Play. Es haben jetzt ein paar der größeren Last Epoch Let's Player, die schon mal Last Epoch Let's Played haben, wieder kurz angefangen, aber sie machen, glaube ich, eher zwischendurch nur Parts. Also, dass sie vielleicht zwei Akte überspringen und dann wieder ein Video machen und kurz zeigen, oh, da, so weit bin ich und so. Aber nicht gerade so ganz vollwertiges Durchspielen machen sie, glaube ich, nicht mehr. Bin ich, glaube ich, der einzige Deutsche. Aber ich gehe nicht den anderen hinterher. Ich mache meine eigenen Sachen. Wenn die Zuschauer halt auch nicht schauen wollen, dann ist mir das egal. Also es gibt ein paar Parts, die wegen der Überschrift, weil ich nicht clickbaite und so, manchmal ein bisschen wenig Zuschauer haben. Dafür halt manchmal Parts, die einen neuen Patch beinhalten, wie jetzt gerade. Vor drei, nein, vor vier Parts. Wo man halt wirklich viele Aufrufe hat. Auch bei mir 1050 Zuschauer ungefähr jetzt gerade im Moment. Ich glaube, es ist schon wieder gewachsen heute. Also es liegt einfach an der Überschrift, oder? Ja. Und mehr nicht. Als ob jetzt YouTube nicht mehr ja, Videos zeigt, die halt nicht unbedingt gerade das im Algorithmus, oder? Also diese Überschriften, dieses Clickbaiting macht man ja wegen den Algorithmen, oder? Und dass es viel mehr empfohlen wird. Und das habe ich ja nicht nötig. Das müsst ihr, also Abonnenten müssen das halt mal schauen. Dass das besser im Algorithmus sind. Also, ich weiß nicht, wieso die Leute so sehr auf Clickbaits, auf Aufrufe agieren. Als würden die Abonnenten nichts wert sein. Ich glaube, hier muss ich hin. Ja. Okay. Oh, der Golem ist stark gewesen, ne? Was ist das für ein Ding? Ist das Häusenschaden dann? Das ist eine säure Haut. Ah, ist ein Fluch, okay. Also ich finde irgendwie diese Gegner echt mühsam. Die sind halt sehr zäh gegen physischen Schaden. Und Golem. Da kannst du nicht umhauen. Ist ja auch nicht geskillt. Also ich finde der Golem ungeskillt immer noch stark genug, aber nicht gerade gegen Gegner. Also physisch. Kann man sehr zäh. Ach übrigens gibt es immer noch so einen Bug für Nahkämpfe bei manchen Bossen. Dass man drinnen bleibt stecken im Boss drin und er kann Schaden machen und ihr nicht. Das ist jetzt beim Paladin auch passiert mal. Beim ersten Aktboss. Der war in mir drin und hat einen Flammenhauch gecastet und so mit der Zeit kann ich den auch nicht mehr durchhalten. Weil er nach der Verwandlung einfach in mich reingeflogen ist. Durch mich durchgeflogen ist, aber mich drin gelassen hat und so. Ist echt, also so. So Sachen müssen gefixt werden, endlich. Nahkämpfer haben immer noch riesige Probleme in diesem Spiel. Nur weil du gerade im Weg bist, heißt das nicht, dass ein Nahkämpfer keine Chancen mehr haben dürfen. Es gibt es übrigens in anderen Spielen auch. Ich habe so ein Handyspiel, das heißt irgendwie Ghost Survivors oder so. Kannst du so unendliche Gegnerwellen machen, also wie ein Roguelite. Und dort gibt es jetzt einen Boss, den ich nicht besiegen kann, weil er die ganze Zeit durch mich durchdasht und dadurch dann eigentlich immer Schaden machen kann, weil ich drin stecke in ihm drin. Und das Game ist relativ neu, aber das haben sie bis jetzt noch nicht gefixt, obwohl sie fast jeden Tag einen Patch machen müssen. Wir haben sowas von Balancing-Problemen. Das ist ein Spiel, wo man halt nicht vieles falsch machen kann, weil man nicht so viele Auswahlmöglichkeiten hat als Entwickler, oder?
nur ein paar Handvoll Skills und haben so viel starke Probleme. Da kannst du gleich aufhören, das Spiel zu entwickeln. So viel Probleme haben wir. Es musste schon auf jeder Stellschraube genervt werden. Also, weil man einfach nicht vorwärts kann. Wahrscheinlich die Leute auch nerven sich, dass man im Spiel Geld ausgeben muss, dass man überhaupt vorwärts kommt. Ja. So kostenlose Handyspiele sind einfach nicht gut. Ich habe jetzt auch nur Minecraft gekauft. Wo ich es eigentlich nicht machen musste, aber damals war Minecraft PE, glaube ich, noch nicht mit Java verbunden. Das kam erst später. Wann war das? 2016 oder so? Ja, es muss 2016 sein. Weil ich damals ein Tablet gekauft habe, Minecraft dazu gekauft habe und das Tablet eigentlich nach 2 Wochen wieder zurückgegeben habe. Also, ich einfach das Tablet nicht mehr brauchte. Wenn du etwas nicht spielst, eine Konsole oder so, gib's lieber zurück. Also jetzt würde ich eine PS5 Pro, weil die heute angekündigt wurde, also offiziell bestätigt wurde, kaufen. Aber zum Beispiel die PS4 Pro war ja nicht gerade so gut, also ich habe schlechte Gefühle da drauf. Vor allem, du brauchst sie auch meistens nicht, wenn du einen PC hast. Du musst lieber die Spiele am PC spielen können, also. Naja. Also PlayStation ist halt auch nicht mehr so viel wert. Die können das so stark wie möglich machen, aber es lohnt sich mehr, einen PC zu kaufen. Ein bisschen teurer, aber dafür hast du einfach viel mehr Möglichkeiten. Du kannst Mods runterladen. Ich weiß nicht, wieso man in einer Konsole immer noch keine Mods runterladen darf. Aber ja, ist klar. Also 1, 2, das habe ich. Okay, dann gehen wir so langsam. Das 2, ja. Hier könnte ich noch oben schaden. Nee, Eisschaden ist wichtiger. Oh, Chance entfachen. Ich habe eine Chance entfachen. So ein Feuer entfachen oder so. Ich habe eine Chance zu entfachen. Kann ich mich entfachen? Ich kann mich wahrscheinlich noch zusammenräumen. Diese Ironie des Bösen. Selbstbeachtung. Der Drago macht sich wieder runter. Ist der Einzige, der mich runter machen darf. Ich habe ja immer früher sozusagen den Drago als imaginären Freund gemacht, gespielt. Das ist in letzter Zeit leider nicht mehr so beliebt geworden. Also die Leute meinen immer, sie spinnen dann psychologisch. Also man spinnt psychologisch. Aber der hat mich immer runtergemacht in den Let's Plays. Ständige Runde. Und so kann man halt sich selber auch mal ein bisschen sozialer engagierte machen. Ist ja auch lustig. Muss nicht alles psychologisch böse oder deprimierend sein. Kann ja auch mal streamen, dass man sich halt auch ein bisschen besser fühlt. Eben schlecht. Drago macht sich lieber runter. Ne, es ist wirklich... Heutzutage darf niemand mehr spielen. Man darf nicht spielen, oh, er hat jetzt einen Freund, den es nicht gibt oder so. Es ist immer sofort. Oh, du bist krank. Ey, ich bin mit Matt aus Gothic 1 groß geworden. Ich war damals 13 Jahre alt und ich verstand den Matt nicht. Ich habe ihn aber durchs ganze Spiel getragen. Er ist beim ersten Mal auch im Ork-Tempel gestorben. Das ist so ein, ja, kurz vor Schloss-Tempel. Und der Ork-Friedhof ist es genau. Und sehr schwer gewesen und der Mann ist dann gestorben. War übrigens damals Schattenmagier. Weil ich den Xardas so gerne mochte. Dann ist er gestorben und ich habe mindestens die halbe Reise und den Ork-Friedhof nochmals wiederholen müssen. Mit Mark.
Und dann ist er nicht mehr stumm. Nie mehr. Auch vom Schläb. Ah, also das waren die schönsten Gaming-Momente. Und ich, Dolly, habe lieber Morrowind gemoddet. Wenn ich Gothic gemoddet hätte, wenn ich das ein bisschen besser verstanden hätte zu modden, wäre wahrscheinlich so erfolgreich geworden. Aber Morrowind war, ja, du hattest einfach keine Chance als Modder. Es hat so viele Mods gegeben, da hattest du nie Erfolg. Ich weiß nicht, wie viel Mods gegeben hat, aber ich glaube, Skyrim hatte immer noch nicht so viele Mods. Und die waren manchmal so cool. Also so cool. Sie haben einfach irgendwelche Gegenden oder so verschönert. Sie waren jetzt nicht unbedingt so spielisch cool, aber sie waren erfolgreich. Ja. Es gibt übrigens wirklich tolle Mods jetzt schon für Morrowind. Also endlich. Und das ganze Spiel auch überarbeiten. Ich könnte mal irgendwann mal spielen, wenn ich einfach das mit dem Ding besser schaffe. Mit dem Sound abmischen. Muss eventuell eine Mischpult. Ich weiß nicht, wenn irgendwelche Umgebungsgeräusche zu laut sind. Nützt dann ein Mischpult? Ich hoffe schon. Nach Rissfragen. Kommt sicher wieder. Technik schnickschnack. Oh, nochmals eins mit ktonischer Spalt. Brauchen wir. Resistenz ist nicht ein Ding. Deshalb. Okay, jetzt nehmen wir die Schuhe hier. Ein doppeltes Bewegungstempo, das hilft uns. Und nekrotischer Widerstand möchte ich jetzt ersetzen mit dem leeren Widerstand. Weil wir hier nekrotische Gegner haben. So. Ich fühle mich irgendwie mit der Rüstung ein bisschen nackig. Mit die Oberarme. Sind. Naja. Und wir haben natürlich auch. So. Das fühlt sich so, ist ja richtig smooth an. Endlich mal nicht mehr so dicke Gegner. Ah ja, ich kann ja noch einen Skillpunkt verwenden. Muss das ja auch machen, wenn ich einen Skillpunkt bekomme. Und der geht. Nein, jetzt nicht. Wollte schon rein. Spalt Zauberschaden pro 2 Entzündungschance. Okay, müssen wir da von Items Entzündungschance. Gar nicht. Sache irgendwie bekommen wir einen Entzündungs. Also der Schaden kann wirklich jetzt sehr gestiegen sein. Gut. Ah, das Buch habe ich nicht mehr. Das habe ich, glaube ich, beim. Ja. Das habe ich nur im Solo Selfern vom Balkonier. Das kann ich gar nicht hier rüber machen. Also ich finde, ich kann den Charakter löschen. Wir haben übrigens 5 neue Charakter-Slots bekommen. Wir haben jetzt 25 Charakter zur Verfügung und das ist natürlich sehr toll. Geh mal kurz hier rein. Ah, das Auge ist im Noppen. Ja, sonst ist wirklich nichts hier drin. Also es lohnt sich nicht, hier reinzugehen. Gut, weg damit. Ja, noch kurz für die Zeit schon. Okay, nach der Quest muss ich leider noch mal so ein paar wenden. Ja, so langsam muss ich da auch auf die Höfigkeit von diesen Geschossen gehen. Aber wichtig ist, dass das rechts unten dieser Giftmantel, Giftschild. Und, oh schön, oh yeah. Also ktonische Spalt ist für mich wirklich zu einem Lieblingsbild Skill geworden. Es ist einfach, sieht cool aus, ist stark. Aber dieser andere Skill hier, oh, hier sind wieder die Knochengolems. Geil. Aua, ich habe zweimal geblockt. Der da. Bauskeile ist natürlich stärker. Schade. Aber wahrscheinlich auch eher wegen dem Fluch und es muss einfach kombiniert sein. Ich kann nicht ständig rechte Maustaste drücken, das macht weniger Schaden. Deshalb eigentlich immer so alle 2 Sekunden ktonische Spalt
Irgendwie so. Und fluchen natürlich nicht mehr. Immer schön auf die Fräse fluchen. So, also im nächsten Part geht's weiter, dort in Imperial Railing. Und... ja, es geht vorwärts. Also, ich kann jetzt jeden Tag ein Part machen. So, jetzt müssen wir noch kurz schauen, wo wir denn weitermachen müssen. Ah, hier. Hier noch 3 Punkte rein, also hier der 3. Punkt rein und hier. Habe ich noch einen Skill? Ja, ich habe noch einen Skill. Gut. Und ab dann hier 5 und 7 und 5 und 5. Okay. 5 und 7 und 5 und 5. Dann haben wir hier oben 0, 10 von 10. Intelligenz natürlich, klar. Hier haben wir 2 von 5. Da. Und dann kommt 4 von 5, 3 von 8, 5 von 5. 3 von 5, 4 von 5, 3 von 6, glaube ich, gell? Ja. Und hier oben 5 von 5. Dann ist das Bild eigentlich fertig. Dann geht's beim Leash weiter. Nur noch beim Leash. 10 von 10, 5 von 8. 10 von 10, 5 von 8. Dann hier 5 von 5. Und dann 6 von 8 hier. Dann sind wir fertig mit dem Bild. So easy. Ja, also. Tun wir noch kurz das Unique rein. Das bräuchte ich vielleicht für den Schamanenbild dann. Der werde ich aber noch längere Zeit nicht machen. Also das ist jetzt nicht so nötig mit wenig Levels. So, also die Sachen lege ich auch hier rein. Das, das. Und ich bin froh, dass ich den Stab gefunden habe. Extremst froh. Auch wenn es nicht so viel Schaden macht, aber Nekrotik-Schaden mit LP-Entzug ist schon stark. Wir haben ja auch noch hier LP-Entzug. Das macht alles viel, viel besser. Jo, danke schön fürs Zusehen und jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss, viel Spaß noch. Tschüss.